Ich glaube, ich muss so ein Öl-Silo bauen, aber ich kann kein Silo bauen. Ich gehe das mal nachgucken, weil irgendwie erscheint mir das so gerade nicht richtig. So, ich guck mal. Gehen wir mal gucken, ne? Mission. Ah, Guide. Update. Napalm 1 und 4. Investoren. Ich finde es auch. Ah, Moment, hier sind Details. Nein, das ist auch nur 1.3 und 1.2. Weil. Wer will schon wissen, was sich in 1.4 ändert? Das ist. Wenn ich sie nicht finde, ja. Okay, gucken wir mal. Laden wir mal diesen Guide hier runter. With Engineers. Was? Taking over buildings of Engineers. Bugs that appear in Version 1.2? Hä? Ja, aber 1.3 finde ich hier gar nicht. Wenn, dann würde ich höchstens ungepatcht spielen. Units evading, being shot. Fixed saboteurs entering buildings. Fixed techniker entering silence. Enemy core. Can build the factories. Another extra unit. Frames zoom in. Another. Crashing und Exit oder Stability. Ja, ich glaube, ich möchte das auch nicht ohne. Ich habe doch alles reinkopiert, oder? Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Müsste alles drin sein. Napalm Patch 1.3.5. Gucken wir mal. Ich habe da jetzt erstmal. Habe ich schon verloren? Ich habe noch nicht verloren, oder? Nee. Ich habe noch nicht verloren, weil. Weil, warum auch? So, wo ist denn jetzt mein Guide? Nabal Hinz. Also, das ist. Ja, hier entpacken bitte. Ja, Pullable Bug, Link Bug. Boy, boy. Can build a new building next to it. Ich habe das Gefühl, man sollte das so nicht öffnen. Ist das vielleicht eine. Ja, sieht genauso scheiße aus, okay.
Buildings and lightings. Light factory construct. More oil drill first in the builder research center. Oh mein Gott. Da kommt doch kein Mensch drauf. Okay. Das ist so abwegig, da wäre ich nicht drauf gekommen. So, lebe ich denn noch? Ja, ich glaube, ich muss nochmal laden. Ich habe gespeichert, bevor ich das gemacht habe, aber... Okay, also, ich habe das gebaut. Natürlich musst du über das Gebäude gehen, rechtsklicken, bis du das Werkzeug bekommst, und dann nochmal rechtsklicken, dass du den Pfeil bekommst. Dann kannst du klicken und dann upgrade das. Das ist natürlich erst dann verfügbar, wenn du auch Upgrades für das Gebäude hast. Ist klar. Was? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Da kommt doch kein Mensch drauf. Junge, Junge, Junge. Und jetzt kann ich auch Bohrer bauen. Ah, und dort jetzt kann ich auch leicht einen Panzer bauen. Was habe ich da noch gebaut? Flammenwaffe? Ah, geil. Was kostet das Ding überhaupt? 1050, Junge. Steht sicher im Handbuch. Ja, aber ich frage mich halt, wie kommt man auf die Idee, das so zu machen? Ich meine. Was? Unit lost? Ach nö. Kann ich sonst noch irgendwas upgraden, wenn wir schon dabei sind? Sieht nicht so aus, okay. Was kostet ein Flammenwerfer? 420. Gut, Ölbohrer. Ab nach da oben. Das Ding ist schon super schnell auch noch. Kriegt die Wegfindung das überhaupt hin, den nach da oben? Okay, leichter Panzer, Flammenwerfer. Ah, der kommt sogar durch, okay. Was ist? Nee, alles gut. Okay. Aber man muss auch erst das Forschungslabor bauen. Das heißt, ich hätte in der letzten Mission doch keine Bohrer bauen können, weil ich gar kein Forschungslabor bauen kann. Also zumindest, wenn der Guide richtig ist. Okay, da ist schon mal wieder mehr Öl drin. Ich hoffe, das reicht. Man kann doch keine Gebäude verkaufen. Vor allem, ich hatte das ja schon ausprobiert mit dem Rechtsklick, ob man das verkaufen kann, aber... Sehr kompaktes Atomkraftwerk übrigens. Ja, stimmt, du musst jetzt noch... Ich habe halt keine Ahnung, wie viel das ist. Lohnt es sich noch einen zweiten Sammler zu bauen? Lohnt sich das nicht? Ich weiß es nicht. Okay. Aber jetzt wissen wir es immerhin. Ach ja. Dann müssen wir mal kurz was gucken. Ne?
Vielleicht lasse ich den Guide mal offen. Vielleicht brauche ich ihn nochmal. So, den Guide nochmal aufgemacht. Für den Fall, dass ich ihn nochmal brauche. Man weiß es ja nicht. Jetzt habe ich schon zwei Kanonen auf meinen Panzern. Die bringen wahrscheinlich immer noch nichts, aber... So, noch irgendwas. Ich guck mal durch den Guide hier. Bazooka. Bonex Actory. Can heavily damage or capture enemy buildings. They also attack to keep them... Keeping. Okay. Hiding in trees? What? Okay. Because it's fast. Okay, wir wollen mehr leichte Panzer bauen. Was sagt denn der Guy? Über Flammenwerfer Plasma. Unit ready. Not enough credits. Okay, Flammenwerfer werden hier gar nicht erwähnt. Achso, das war mal auf einer Internetseite, deswegen ist es einfach ganz schlecht runtergruppiert worden. Da fehlt auch die Hälfte, das Gefühl. Wir können natürlich einfach. Noch so ein Boarding? Nee, es gibt ja kein Öl mehr. Ne? Das einzige Öl, das es noch gibt, ist... Mini-AKW? Sie haben schon gebaut. Was meinst du jetzt? Hey? Was willst du mir damit sagen? Mission Guides. Ist das eine Hard Mission? Mission 5, okay. Ich bin jetzt in 5. Nein, 4 meine ich. Also 5 soll angeblich hart sein. Okay, und das ist dann nur noch Missionsbeschreibung. Los. Okay, 8000 Petals, ne? Okay, also es kann sich lohnen, die einzunehmen. Kann, muss nicht. Freiwilliger Replacement Auto und Oil Patch Previous Exhausted? Okay. Aber ich kann die Sachen nicht verkaufen. Öl habe ich denn da noch? Ja, aber das sieht so aus, als hätte man nur den Turm ohne irgendwas dazu gebaut. Aber keine Ahnung, was weiß ich schon. Aber wie baue ich denn auf? Wieso sind denn da mitten in Bugs? Bei Mission Force Robots oder so. Oh, da gibt's eine Mission, die man... Okay.
angeblich hilft es nochmal über die leeren Öldinger was drüber zu bauen, aber... Nee, das Radar funktioniert bei mir nicht, okay. So, noch eine Repair. Schön, wir sehen, wir vorbeilaufen. Alter, haben die Flammenwerfer eine Reichweite. Okay, wir nutzen einfach bis zum Anschlag aus, dass die KI dumm ist wie Brot, würde ich sagen, und dann läuft die Sache. So, wenn ich jetzt noch herausfinden, jetzt werden hier nochmal die Mission beschwören. Kann man auch irgendwie Sachen verkaufen. Okay. Keine Ahnung. Das probieren wir schon öfters. Okay, da reicht noch ein bisschen. Oh, das Zell kommt gar nicht vor. Soldiers. Okay, dann nehme ich mal an, das ist mit feindlich. Könnt ihr auch nicht irgendwie zwangs angreifen? Also wenn ich mich da irgendwo irgendwas verkaufen ist also nicht, okay. Ja, ich wollte eh nichts verkaufen. Ich behalte meine Sachen gerne für alle Ewigkeit. Kann es sein, dass die zwei Panzer mit zwei Kanonen auch schneller sind als die mit einem? Ja, aber was auch immer. Alter, haben diese Flammenwerfer eine Reichweite. Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Unit ready. So, ich baue einfach mal zu. Und schauen wir, ob die KI damit klarkommt oder ob das Ziel sie einfach kaputt macht. Und irgendwie kann man, glaube ich, auch... Oder ob die jetzt einfach versuchen, zu irgendeinem Gebäude zu kommen oder so und dann einfach immer wieder in eine Verteidigung knallen. Ich habe hier einen feindlichen Ölturm, dann muss ich ihn erst abreißen. Man kann leider nicht beim Feind tanken. Wo ging das? Earth 250 ging das. Earth 240 glaube ich auch, ne?
Oh, jetzt muss ich auch mal nach Machines. Nach Pokémon. Ach Gott, oh Gott. Kann ich nicht einfach mal Glück haben und irgendeinen Dödel finden, der mir, was weiß ich, einfach mal ein paar Tausender im Monat überweist und dann... Einfach 24/7 streamen, passt schon. Dürfen sie über das Spiel raussuchen. Okay, hier. Yeah.